Jetzt ist die Vorbereitung für die Aufwärtshaken. Die erste Übung ist dann parallel an, beide Füße gleiche Höhe, Schulterbreite. Beide Hände zeigen gerade gegen vorne, die Ellbogen sind am Körper 90 Grad Winkel. Von da drehen wir die Hüfte ein, die eine Seite auf die andere Seite, aber die Füße zeigen die ganze Zeit immer gegen vorne, die Ellbogen bleiben am Körper. Dann geht es weiter, indem wir nur einen Arm nehmen. Wir drehen, dann gibt es den Wechsel, Arm hoch, Arm runter. Der, der runtergeht, zeigt immer schön gerade gegen vorne. Abstellen, drehen, rauf, runter, abstellen, drehen, rauf, runter, abstellen, drehen. Dann kommt das gemeinsame Wechseln, auf und runter gleichzeitig. Abstellen, drehen, auf und runter gleichzeitig, abstellen, drehen. Wenn das läuft, versuchen wir eine fließende Bewegung hineinzubringen. Weiche Wechsel, Hüfte drehen, immer gegen vorne schauen.